begrüße euch hier zu meinem neuen Video, zu einem Food Haul, zu einem Rezept, also kein Food Haul, sondern zu einem Rezeptvideo. Was erzähle ich da für einen Quatsch? Ich muss mich erstmal sammeln. Ja, auf jeden Fall habe ich schon angefangen und ich habe mir direkt im Kopf gedacht, Xenia, du wolltest doch ein Rezeptvideo machen. Das Video hat mir der Xenia geschickt, mein Sohnemann, und zwar ist das so ein Wrap. Das werde ich euch gleich in dem Video nachhinein sagen, was das für ein Dings ist. Auf jeden Fall, man nimmt so ein Wraps. Dürüm habe ich hier welche gekauft. Die sollen klein sein. Die machen wir gleich im Backofen. Zu der Füllung gehört natürlich Fleisch. Wir haben uns entschieden für hier Hähnchengeschnitzeltes. Habe ich zwei Päckchen genommen und die schnippe ich in Würfel. Genau. Und Rest Step by Step nehmen wir euch mit. Und Originalvideo verlinke ich dann im Video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So sieht das Fleisch aus. Ich werde das jetzt noch ein bisschen auf volle Pulle machen, damit es hier ein bisschen knusprig wird. Für die Füllung eben, und ich schnippel einfach gleich noch das Gemüse und ja, die Wraps und die Chips und alles, was dazu gehört. Seht ihr dann alles nach und nach im Video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Thank you.
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. Also, ihr Lieben, das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich habe wohl ein bisschen zu lang im Backofen gehalten, weil die immer noch weich waren. Und dann am Ende habe ich mir doch gedacht, nehme ich die trotzdem raus. Und die werden tatsächlich danach hart. Das wusste ich halt nicht. Aber so verbrannt sind die auch nicht. So ein bisschen, ja, ne, die sind dann stabil, so als Taschen. Und die werde ich jetzt fühlen. Ne, hier habe ich Mayo, Chips, Reste und eben Creme Fraiche, Salz und rote Paprika, Gurken, dann haben wir hier Eisberg, wir haben Fleisch, Tomatos und Paprika. Ne? Paprika will Nikita zum Beispiel nicht, aber ich fülle das dann irgendwie Reihe für Reihe und dann kommt noch geriebener Käse oben drauf. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. So, ihr Lieben, wir werden das gleich probieren. Also, Fazit, natürlich, das ist fürs erste Mal, ne? Ist es bei mir so geworden. Es sieht schön aus, dennoch, auch wenn es ein bisschen verkokelt ist. Die Soße hätte ich flüssig machen sollen, natürlich, aber ich hatte da Chips reingemacht, die Reste. Und ich habe das sowieso etwas anders gemacht als im Originalvideo. Aber ja, improvisieren geht immer, ne? So ein bisschen anders, nicht so 100%. Und man kann das ja sowieso machen, wie man möchte, ne? Jetzt probieren wir gleich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das essen soll, weil das ist ja alles mega knusprig. So schaut's aus auf dem Teller, ihr Lieben. Und ja, die Füllung. Man soll das ja so eigentlich nehmen. Oh Gott, und einfach reinbeißen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich muss sagen, was ist, mein Schatz? Papa hat dich hier geklappt oder was? Nein, Papa hat dich doch nicht geklappt. Sehr, sehr, sehr lecker. Mega lecker. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu probieren. Ist halt knusprig und ist so eine Angelegenheit, da wo man halt eben aussuchen kann, soll ich das machen oder soll ich nicht. Das schneidet Mama ja gleich, ja. Und schwer ist es nicht, wie gesagt, es ist nur ein bisschen Paperei, also das ist schon ein bisschen knusprige Angelegenheit mit den Chips, also ein bisschen Sauerei gibt es schon, aber es ist mal was anderes als sonst und so ab und zu mal, ne? Also so gesund ist es jetzt nicht unbedingt, obwohl viel Gemüse ist ja da, aber ja, mal was Neues, mal ausprobiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen und es auch auszuprobieren vielleicht.
Vielleicht traut ihr euch und es gelingt euch noch viel, viel besser als mir selbst. Genau, Däumchen nach oben. Kommentieren nicht vergessen, bitte. Abonnieren, falls ihr noch kein Abo meines Kanals abgeschlossen habt. Es ist freiwillig und auch total kostenlos. Es kostet euch 0,0 Cent. Der Anna quasselt hier im Hintergrund. Ja, mein Schatz. Also, piep, piep, hab euch lieb. Bis morgen und bis zum neuen Video. Eure Xenia. Tschüss.